Jo, Leute, dann nochmal Hallo. willkommen an alle Nachteulen hier. Ja, wir fangen jetzt in Dark Hallo, Shore an sei zu leveln. ruhig. Wir haben in Teldrassil 3780 Ruf gemacht. Heißt, ich bin mal gespannt, wie viel wir in Dark Shore machen werden. Das wird sicherlich ein bisschen länger dauern, weil wir haben hier einfach mal den kompletten Bereich, den wir durchquesten können. Aber wir fangen Die einfach mal Göttin an. segne euch. Genau, diese Meereskreaturen, die kenne ich auch noch. Die liegen hier immer so Elun am erleuchte Strand euren entlang. Weg. Hier ist eine, hier, hier, hier und hier, glaube ich, auch. Die werden auf jeden Was führt Fall euch hierher? alle sammeln. Schön. Seht euch ruhig um. Gibt es eigentlich in Aberdeen einen Schurkentrainer? Ich glaube nicht, ne? Ich bin der Meinung nicht. Kann ich euch Ne, immer helfen? hier hochgehen, Leute. Die Quest auf jeden Fall hier auch holen. Man sieht sich. An dem Gnömchen hier. Ishnu Allah. Die Schnur-Alarm, mein Freund. Genau, Anya. Anaya Dawnrunner. Die Die Göttin ist, glaube ich, schütze irgendwo euch. hier unten. Also hier kenne ich auch wirklich jede Quest eigentlich auswendig, mehr oder weniger. Die werde ich, glaube ich, nicht machen hier. Brauchen wir irgendwie für Angeln, habe ich keinen Bock drauf. Hallo? Au. Nee, keinen Bock drauf. Seid auf der Hut. So, schauen wir mal weiter hier, was man hier noch so annehmen kann. Yalda. Ich bin ganz Ohr. Denke schon, dass sie versuchen, mindestens mehr als einen Layer zu benutzen, um Langzeitdaten zu sammeln. Okay. Ja, kann gut sein, ne? Dass man das auch mal gucken möchte, wie das mehrere Was führt Wochen euch hierher? funktioniert mit verschiedenen Layern, ne? Das kann gut sein, ja. Jaife, wie schade findest du, dass es keine, also dass es die alten Epic Mons nicht geben wird, ne? Ja, ich finde es schon schade, aber jetzt auch nicht so schade, dass ich sage, ey, ist voll Kacke. Weißt du, also ich hätte mir die auch gerne geholt. Ja, was willst du machen? Aber ist es denn schon hundertprozentig safe, dass die nicht geben wird? Also in der Beta gibt es die halt nicht, jetzt momentan. Ist schon safe, ja? So, was macht der Typ hier? Die Höhle liegt hinter Cliff Spring Falls im Osten, okay. Ja, gut, ach, die, Erinnert ach ja, es. genau, ich weiß so. Wie Ja, dein Segen. herrlich hier, Leute. Was führt Also euch Dark hierher? Shore ist echt eins meiner absoluten Lieblingsgebiete in WoW. Level ich sehr, sehr gerne hoch. Genau, der Die rote Göttin Kristall, schütze den machen wir euch. auch gleich. Aber wie gesagt, es waren auch nur sehr, sehr wenige Spieler, die Hallo. das alte Epic Mount auch wirklich hatten, ne, damals. Wissen, glaube ich, auch viele nicht, ne, dass es überhaupt die alten Epic Mounts mal gab. Am Anfang, das wissen wirklich nur die Veteranen eigentlich. Oh ja, mit Viel diesen Glück. tollwütigen Distelbeeren ist auch so nervig, ja. Ishnu Die Schnuala, oder? Allah lebt Okay. wohl. Die können wir noch nicht annehmen. Ah, können wir hier noch irgendwas machen?
Wenn wir schon Angie lernen, können wir momentan nicht. Wie geht's? Willkommen! Moin! Ich hab die besten Waren im Land. Deine Mutter? Hat Lead Software Engineer Brian Birmingham in einem Interview gesagt, die wollen nicht, dass die Leute deswegen rushen, Leute, ehrlich jetzt, ja. Kann ich aber auch ein bisschen verstehen, die Argumentation, so ein bisschen, aber trotzdem ein bisschen schade, ne? Wie darf ich helfen? Meine Waren sind von höchster Qualität. Elun Ador. Wie darf ich helfen? Adunara Delanara. Friede sei mit euch. Bashai Aran, genau. Und das kommt ja auch noch. Die hochgeborenen Relikte. Waren das nochmal? Geht in Frieden. Okay. Ja, haben wir eigentlich alles angenommen. Was wir momentan annehmen können. Und guten Abend, Schox. Danke dir für deinen Sub. Gönn dir. Gönn dir. Vielen, vielen Dank. Abend. Wie sie alle um 12 Uhr hier den Stream reinschneien. Abend. Dann würde ich sagen, können wir anfangen, wa? Dann würden wir erstmal hier zu dem Vorbeug-Camp hingehen. Es müsste hier unten irgendwo sein in der Nähe hier. Also, genau diese ganzen Quests hier habe ich eigentlich vor einigen Wochen auf Northdale alle gemacht. Sollte eigentlich kein Problem sein. Bashai Aran war das Gebiet mit den Geistern, genau, ja. Ich brauche ein Ziel. Ich meine, das war, ja genau, das war hier unten, ne, hier. Bashai Aran, legendär. Aber mal ganz ehrlich, Leute, ne, wie kann man sich, wenn man sich zwischen dem Gebiet und Westfall entscheiden kann, wie kann man sich dann für Westfall entscheiden? Ich verstehe es nicht. Da leveln sehr, sehr viele gerne hoch. Ich kann es auch verstehen, ist auch nicht schlecht, aber ey, wenn ich die Gebiete vergleiche, ne? 100-mal geiler hier, finde ich. Die todeschillig einfach. Ich muss näher ran. Die Muck ist einfach legendär hier. Ich bin außer Reichweite. Bam! Ich finde, Gnomen haben irgendwie auch so eine geile Combat-Animation, ne? Die springen so hoch beim Ausweichen. Guck mal so. Alle hier, so. Ich so, bam, Jump. Das ist voll geil irgendwie. Das sieht gar nicht mehr irgendwie. Ja, bam! Nase juckt, moin. Empfiehlst du einen Classic-Berufe? Kräuterbergbau neben dem Leveln zu skillen, um damit Gold zu machen? Salzberg, gute Frage. Also, ich sag mal so, wenn du natürlich irgendwie ganz, ganz schnell 60 werden möchtest, irgendwie, weil du nur die, keine Ahnung, 2 Wochen Urlaub nehmen kannst und danach irgendwie entspannter machen möchtest irgendwie. Oder wenn du, oh Alter, meine Nase juckt, ne? Oder ob du irgendwie, keine Ahnung, Server First Level 60 versuchen möchtest, solche Geschichten, dann kannst du natürlich keine Berufe machen, aber das ist zu weit. Also ich werde, glaube ich, ganz entspannt Kräuterkunde hochleveln, ne? Einfach, damit ich das dann auch einfach auf 60 habe.
Hängt, glaube ich, so ein bisschen davon ab, was man so machen möchte. Viele sagen aber zum Beispiel auch, man sollte es zum Beispiel bis Level 40 nicht machen. Und dann, wenn man das Mount hat, dann damit anfangen. Aber ja. Also dann quasi mit Level 40 in den Startgebieten nochmal rumreiten, alle Kräuter einsammeln und sich dann halt einfach freuen. Bleib hier! Ah, klar, ne? Ich bin außer Reichweite. Also ich werde wahrscheinlich beim Hochleveln ja auf jeden Fall Kräuterkunde machen. Dann muss ich mal gucken. Was hat der denn gerade gekrittet? Lull. Bin echt verreckt, Leute. Welcome to Vanilla, ey. ich werde wahrscheinlich Kräuterkunde machen und entweder Angie oder Alchemie. Aber es fühlt sich halt ein bisschen doof an, wenn man dann Alchemie hochlevelt, nur um es dann irgendwie auf Level 60 wieder zu droppen für Angie. Weiß ich nicht. Vielleicht werde ich auch echt Kräuterkunde und direkt Angie schon dabei hochleveln irgendwie. Dann mir einfach, ja. Ich meine, so in Truhen sind auch manchmal schon irgendwelche Erz und so weiter drin, wo man müssen zumindest schon mal Angie hochleveln kann. Als Gnome hat man eh dann schon Engineering auf ja, Level 15. Ne? Das macht die Sache nochmal ein bisschen einfacher. Mal gucken. Also entweder Kräuter Angie oder Kräuter Eich. Mal gucken. Marschall Aran ist hier oben. Meinst du Skorx hier? Da, ne? Stimmt. Hast recht. Und hier unten ist Armee daran, ne? Gut aufgepasst, ey. Ja, genau, richtig. Ja, ist ein bisschen verwirrend manchmal, ne? Mit den Geistern ist dann Armee daran, unten. Faction, guten Abend. Olli, wieso gibt es denn ein World Chat? Hatte irgendwie gehofft, dass es so etwas nicht in Classic gibt. Naja gut, ich meine, das ist der Beta-Server hier, ne? Und theoretisch gesehen können die Leute ja immer in irgendeinem Channel einfach joinen, das geht ja immer. Ging auch in Classic, nur damals haben die das halt einfach alle nicht gemacht. Ja, du kannst ja auch einfach austreten. Ich kann ja Leave World machen, dann bin ich da nicht drin. Ja, aber ich muss sagen, finde ich jetzt nicht so schlimm, wenn es einen World-Chat geben wird. Das wird sich wahrscheinlich dann schon bei den meisten Servern durchsetzen irgendwie. Und das bin ich jetzt auch schon fast schon von Privatservern gewöhnt, mehr oder weniger, dass man da einen World Chat hat. Finde ich nicht so schlimm eigentlich. Also ich meine, wir werden ja nicht so viele Goldseller haben wahrscheinlich. Zumindest nicht so welche, die da rein spammen. Darum ist es nicht so nervig und ja. Aber es stimmt schon, ne? Im originalen Vanilla hatte man noch nicht mal einen World Chat, ne? Ist auch komplett krank eigentlich. Jetzt haben wir hier das Explode gerade und geben wieder ab. Und dann müssen wir die Viecher da killen, glaube ich. So warm hier drin. Udi. Ich muss näher ran. Kurze Tür aufmachen, einen Moment. Habe überlegt, nur Sammelberufe mit dem Main zu machen, damit am Anfang das Gold drin ist. Ah, okay. Das Problem in Salzburg ist, dass man nicht Kräuter suchen hier und Mineralien suchen gleichzeitig anhaben kann. Weißt du, das sagen halt viele. Das ist das Problem an der Geschichte. Da müsste man immer hin und her swappen. Wie mit einem Makro oder so. Ist irgendwie auch dumm, oder?
Deswegen würde ich wahrscheinlich nur einen Sammelberuf nehmen. Seid gegrüßt. Was man auch machen kann, ist zum Beispiel Fischen oder solche Geschichten. Mit Fischen kann man auch sehr gut Gold machen, eigentlich, wenn man sich da so ein bisschen reinfuchst und auskennt. Will Schurke spielen, Untoter, Berufe sind geplant, Kräuter Alchi. Findest du, das geht? Nash, ja, erstmal moin moin, auf jeden Fall, klar. Wie gesagt, ich würde halt für PvP auch immer noch Engie empfehlen, also Ingenieur. Ja, ist auch für PvE nicht schlecht eigentlich. Aber klar, wenn du das gerne machen möchtest, also da wirst du auf jeden Fall sehr viel Gold mitmachen. Ne? Ich glaube, das ist so mit eine der lukrativsten Kombinationen, Kräuterkunde und Alchemie. Ja, also hier die Vielen Pfadfinder Dank. killen, genau, sehr schön. Huch, warum haben wir die nicht angenommen? Wäre noch eine oder wie? Seid gegrüßt. Okay. Lebt wohl. Ja, wie gesagt, also Ingenieur ist halt im PvE und auch im PvP der beste Beruf eigentlich, ne? Wegen so Hardcore-Tryhard-Spieler werden auf jeden Fall Engie nehmen. Und das ist schon ein bisschen problematisch manchmal. Ja, mit dem Schurken ist noch okay, weil man da jetzt nicht unbedingt einen anderen Beruf braucht, aber einen Mage oder einen Warlock braucht eigentlich auch Schneiderei und dann Ich ist es bin schon ein bisschen geehrt. eng mit den Berufen. Ich bin geehrt. Genau, diese Keine komische Sorge, dass Probe, das machen wir auch später noch. Okay, jetzt ziehen wir mal hier. Kann man die eigentlich bewegen, die Quests? Nee, ne? Okay. Ja, wie gesagt, Faction. Ich glaube nicht, dass da so mega viel gespammt wird, wie auf dem Privatserver im World Chat. Aber muss man mal abwarten. Man kann ja immer noch rausgehen. Wie ist das Level? Das ist einfacher. Naja, also vielleicht deswegen, weil hier nicht so viele Leute sind gerade, weißt du? Das kann man schwer vergleichen irgendwie. Aber jetzt einfacher nicht unbedingt. Wird der offizielle Classic-Server Deutsche sein oder sind wir mit den Amerikanern und so zusammen? Also wie gesagt, Faction, es gibt ja noch keine Bestätigung für deutsche beziehungsweise nationale Server, ne, für die einzelnen Länder. Gibt ja noch die, ich sag mal, Restbefürchtung, dass es wirklich nur internationale Server geben wird, so ein EU-Server oder so ein Quatsch. Das hoffe ich aber auch nicht. Also ich hoffe wirklich, dass wir deutsche Server bekommen werden. Das wäre schon bitter, wenn wir die nicht bekommen würden. Wäre echt bitter. Dann hätte ich auch direkt weniger Bock. Muss ich ganz ehrlich sagen. Kannst du dir nicht vorstellen, okay. Nein, ich eigentlich auch nicht. Ich meine, weil es jetzt nicht so, dass es irgendwie eine kleine Firma ist, so mit. Ich meine, selbst wenn die Abonnenten von WoW vielleicht ein bisschen runtergegangen sind, dadurch, dass man halt auch mit dem normalen Blizzard-Launcher einfach auf das Spiel zugreifen kann, die da mega gut Werbung machen können. Jeden Dulli, der Hearthstone, Retail, WoW, StarCraft oder was auch immer spielt, werden da, glaube ich, auch genug Deutsche und so weiter drauf wollen, oder? Kann ich mir auch nicht vorstellen, dass man da irgendwie jetzt dann zu dem Schluss kommen könnte, wir machen nur EU-Server. Also, ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber wer weiß, ne? Wir reden hier immerhin von Blizzard, ne? Die haben auch immerhin aus diesem Spiel hier das gemacht, was wir heute sehen, ne? Von daher, mal gucken. Nee, aber ich gehe eigentlich auch so schon stark davon aus, dass wir deutsche Server bekommen werden. Wäre schon echt sehr bitter. Oh nö.
Ich muss näher ran. Ich würde eigentlich total gerne auf NA-Server spielen bei den großen Streamern, aber habe Angst, der Ping zu hoch ist, um das Spiel zu genießen. Ja. Aber warum würdest du da gerne spielen, Faction? So dauerhaft, meinst du wirklich? Du würdest gerne auf einem amerikanischen Server spielen wollen? Also ich sag mal, ich habe momentan einen 100er Ping in der Beta, ne? Und ich meine, egal, das ist natürlich nur ein Beta-Server, ne? Die im aktuellen Server wird wahrscheinlich dann der Ping nochmal vielleicht leicht besser sein, auch wenn man auf einen Ami-Server geht, aber letztendlich musst du halt irgendwie über den Atlantik mit deinem Shit. Darum wird wahrscheinlich unter 80 wird man da nicht kommen, ne? Und das merkt man schon, also... Ich kann hier nicht so gut spielen, wie ich mit einem 10er Ping oder so spielen könnte. Also das hier würde ich mir nicht dauerhaft geben können im PvP, ne? Ganz ehrlich. Das ist zu weit entfernt. So, 100 Leute, natürlich. Und alle an. Gerne doch. Weil ich Sodapoppen geil finde und ihn ganken will. Ja, das wollen aber so viele, weißt du. Nee, aber ich kann schon verstehen so. Wir sind ja zum Beispiel damals auch nach Stormscale transferiert, weil der Hydra gespielt hat halt so. Das ist schon ein geiles Feeling, wenn man mit denen dann auf dem Server so auch mal Duelle gegen die machen kann, ne? Die vielleicht auch mal in der Arena getroffen hat und solche Geschichten. War schon cool. Aber bei mir ist mittlerweile irgendwie so, ich habe jetzt so lange auf EU-Servern gespielt, weißt du, mit Engländern immer. Und ich finde diese ganze internationale Geschichte auch spannend und cool. Aber irgendwann reicht es auch mal wieder so, ne? Dann will man auch mal wieder irgendwie. Ja, weiß ich nicht. Seine Ruhe haben, irgendwie ein bisschen. Und, hab so den Eindruck. Oder die Hoffnung, dass auf einem rein deutschen Server dann auch die Community so ein bisschen gechillter ist, irgendwie. Also nicht so fett. Wettbewerbsorientiert ist, irgendwie das immer ein bisschen Problem an diesen großen EU-Servern. Richtig, ihr könnt auch einfach mich ganken. Ne? Da braucht ihr nicht unbedingt da was mit Amerika und Pipapo, Leute, ne? Einfach hier. Ihr habt es doch vor. Ja. Aber ganz ehrlich, ne, ein Essengold oder so, ne, wenn der live ist, der wird ja nicht normal irgendwie farmen können oder so, ne, das kann er ja komplett abschminken, so. Bin ich auch mal gespannt, was der machen wird, irgendwie. Der wird sich wahrscheinlich irgendwelche geheimen Twinks irgendwie hochleveln, aber selbst die werden von irgendwelchen Leuten safe auch herausgefunden und dann... Und der kann eigentlich echt kacken gehen, ey. Brauchen wir den überhaupt noch? Ach, man kann nur 5 beobachten, okay. 3 von den Pfadfindern und... bei Windsprecher, okay. Das ist zu weit entfernt. Mann. Der wird genug Gold von Fans bekommen. Ja, aber ich meine auch jetzt gar nicht so wegen dem Gold. Auch einfach für mich ist WoW auch einfach so Entspannung, weißt du? So abends dann irgendwie mal in Ruhe, irgendwie eine Runde irgendwo grinden, macht ja auch einfach Bock.
Ja, und das wird er halt nicht machen können. Das ist schon ein bisschen bitter irgendwie auch. Also gut, wer weiß, vielleicht wird selbst bei mir schon kritisch, ne? Keine Ahnung, wie ambitioniert die Leute sein werden. Ich hab kein Ziel. Aber das Ganking ist schon real, ne? Und ich glaube, es gibt kaum ein besseres Spiel, wo man die Leute streamsnipen kann als ein WoW Classic, oder? Also mir fällt keins ein irgendwie. Wo die Mutter aller Sniper-Spiele eigentlich. Ich bin außer Reichweite. Das ist zu weit entfernt. Nein! Perfection wird, glaube ich, Mage oder Jäger spielen, meint er mal, MPR. Ich glaube, er kann sich auch noch nicht so wirklich entscheiden, so wie ich halt auch noch nicht. Und ganz ehrlich, Leute, ich finde es so dämlich, warum die keine im Spiel integrierte Castbar eingeführt haben. Ne? Das ist das Einfachste der Welt, wenn man es einfach vom Burning Crusade Client übernehmen würde, dass man schon in-game eine Castbar hat und dafür kein Addon braucht. Das finde ich echt ein bisschen nervig. Eine der wenigen Sachen, wo ich finde, wo man wirklich Features von der nächsten Erweiterung hätte übernehmen können. Auch die Duration von irgendwelchen Betäubungseffekten auf den Gegner, welchen Stun und so weiter. Die könnte man ja auch direkt unterm hier anzeigen, finde ich. Finde ich ein bisschen schade, dass man dafür dann einen Addon braucht. Weil Addons sind eigentlich nie hundertprozentig akkurat. Ich muss näher ran. Und das finde ich blöd, dass man dann so grundlegende Elemente vom Spiel sich da auf die Angaben von einem Addon verlassen muss. Das finde ich so ein bisschen, ja, schade einfach. Ne, zumal sie auch andere Quality of Life Dinge drin haben, ne, wie zum Beispiel das Auto plündern. Gab es ja eigentlich auch noch nicht. Ne? Finde ich, hätten sie solche Dinge auch reinmachen können. Finde ich echt ein bisschen schade. Ach, du bist Amp in der Gilde, ja? Ah, okay. Bei dir wird so ein Krieger mit einem Pocket Heal, also meinst du einen Healer als Twink oder du wirst mit einem Healer hochleveln oder wie? Steinlaubenpieper, moin moin. Haben sie die Gnomengröße wieder angepasst? In Vanilla waren die ja kleiner als in Retail. Puh, keine Ahnung. Kommt der dir kleiner vor hier oder wie? Weiß ich nicht, ja. Ich bin außer Reichweite. Sind die mittlerweile größer, ja? Keine Ahnung, ey. Ich habe schon seit vielen Jahren kein Retail mehr gespielt. Darum kann ich das leider nicht beantworten. Der drückt aber wieder hier, ne? Digga, stirb! F? Geht der nicht unsichtbar? Was ist das für ein Bug gerade? Ach, wegen Feenfeuer, lull. Ist ja auch lustig. Dann geht diese Bar hier. Ist auch ein Bug eigentlich, ne? Den dürfte man noch nicht sehen, die Bar, glaube ich. Mhm.
Ein Pfadfinder noch, sehr gut. Das ist zu weit entfernt. Sieht groß aus, echt? Der Gnom hier, okay. Also du meinst, er müsste eigentlich noch kleiner aussehen, oder wie? Ich hab kein Ziel. Na, keine Ahnung, ey. So, wir gehen mal abgeben, Leute. Die dummen Lieder, die dummen Lieder. Jericho, moin moin, was geht ab? Ja, wir haben jetzt hier angefangen im Dark Show zu leveln heute. Beziehungsweise eigentlich erst vor einer halben Stunde ungefähr. Ja, einfach die geilste Ecke hier, ne? Einfach nur episch, ey. Epischer Shit hier, ey. Kumpel schaut noch, ob er auch noch frei bekommt. Wenn, dann werden wir Krieger und Priester hochleveln. Ah, okay, also werdet ihr dann zusammen hochleveln, ja? Ja, geil. Eigentlich eine gute Kombi. Also Priester und auch Krieger leveln alleine nicht so geil, ne? Das dann, aber zusammen kann ich mir schon gut vorstellen. Also Darkshore ist einfach mein All-Time-Favorite-Leveling-Gebiet. So, während der Levelphase finde ich Darkshore einfach nur episch. Okay, die viel Glück. Mondpirscher-Kacke. Manchmal finde ich es aber ein bisschen schade, dass Darkshore so ein geringes Level hat, wenn man hier ist, so eine Art, weil man dann hier später keine World-PvP oder so machen wird. Hier wird ja keiner hingehen, weil hier nur Lowies sind. Und die man halt auch noch nicht angreifen kann. Weil es quasi kein Contested Territory ist hier. Contested Territory. Und deswegen geht hier kein World PvP oder so. Ne? Das finde ich schade. Stell dich mal vor, wenn Darkshore irgendwie so ein Level 40er Gebiet wäre und man hier World PvP machen würde, das wäre halt so geil, ne? Keine Ahnung. Das würde ich halt mega feiern, ey. Also, während der Levelphase ist so Darkshore mein Lieblingsgebiet eigentlich und dann später im Late Game finde ich Stranglethorn am geilsten eigentlich. Also Stranglethorn ist eigentlich für mich das perfekte Gebiet irgendwie, weil in Stranglethorn rennen halt viele Leute rum so, natürlich auch viele Lowies, ja, aber auch viele High-Leveler so, wegen dem Arena-Event, der Gurubashi-Arena und wenn man da mal so einen Lowie killt, dann lockt er um und so weiter und im Jägercamp geht auch immer die Party ab. Also Stranglethorn ist einfach für mich auch gerade als Schurke, dann geht man mal in Zeppelin, fliegt nach UG rüber, haut da ein paar Leute um, fliegt wieder zurück. Also Stranglethorn einfach für mich später im Endgame dann mein Lieblingsgebiet. Aber während der Levelphase auf jeden Fall Darkshore. Von höchster Qualität. Machen wir Ende, Leute. Ich gehe hier oben pennen. Und am Donnerstag machen wir genau hier weiter, weil ich wahrscheinlich wieder keine Zeit haben werde, um privat offstream weiter zu leveln. Und legen wir uns doch einfach hier ganz entspannt hin. So. Ach ja. Und ja, dann vielen Dank, Leute, ja, für jeden Follow, für jeden Sub, für euer Interesse und ich hoffe, ihr habt einen schönen Abend gehabt. Und jetzt läuft nochmal das Outro vom Anfang. Und damit würde ich sagen, gute Nacht und bis übermorgen.